So, meine lieben Freunde, euch hat das erste Motivationsvideo wirklich sehr gut gefallen. Vor einigen Tagen habe ich wirklich überlegt, soll ich es hochladen, soll ich es nicht hochladen. Ich habe es am Ende doch noch getan, meine lieben Freunde. Vielen lieben Dank für die gute Resonanzen. So, wir gehen jetzt natürlich weiter. Was habe ich jetzt weiter vor? Also, das, was ich mache, nennt sich Mindset. Vielleicht habt ihr schon mal von dieses Wort Mindset gehört. Was bedeutet Mindset? Was bringt Mindset? Und haben wir alle sowas? Wir alle benutzen so ein Mindset. Aber was bringt es uns? Am Ende des Tages schlafen wir doch alle unter einer Decke. Das ist doch das Wichtigste, oder nicht? Ob wir Geld haben oder nicht, ist doch scheißegal. Hauptsache ich bin gesund und mir geht's gut. Falsch. Natürlich ist es nicht wichtig, wie viel Geld du hast oder wie viele Autos oder sonst was. Aber ich sage dir eins, wichtig ist es, dass du nicht nur finanziell abgesichert bist und nicht nur gesund bist, sondern dass du auch kopfmäßig auf einem sehr guten Level bist und auch deinen Kopf ein wenig trainierst. Ich gebe zu, vor vielen, vielen Jahren habe ich wirklich gar nicht mich irgendwie in dieser Art und Weise beschäftigt. Was ist mit meinem Kopf los? Muss ich mich da wirklich irgendwie großartig anstrengen? Reicht die Schule? Ist das das Wissen, was ich überhaupt in meinem Kopf speichern kann und was ich habe? Das hat mich in den letzten Jahren wirklich krass, wie soll ich sagen, ich habe gedacht, die Schule reicht mir, aber ich habe mich natürlich immer und immer mehr weitergebildet. Den Kopf, den kannst du immer wieder weiter trainieren. Denk nicht, nach der Schule ist es vorbei, es geht immer weiter und weiter. Wenn du morgens beispielsweise aufstehst, ja, du gönnst dir einen Kaffee, das ist natürlich ein Mindset. Das bedeutet, du denkst, morgens braucht dein Körper Koffein, damit er funktioniert. Ich beispielsweise trinke gar keinen Kaffee. Das bedeutet, mein Mindset ist, dass Kaffee oder Koffein mich nicht weiterbringen. Es gibt Leute, die rauchen, es gibt Leute, die Shisha rauchen, es gibt Leute, die kiffen, es gibt Leute, die Kokain nehmen. Aber was bringt es dir? Gar nichts. Aber es gibt Menschen, die sagen, okay, es bringt mich weiter im Leben. Das ist natürlich auch Mindset-Sache, ja? Also du musst natürlich wissen, was ist für dich richtig, was ist für dich falsch. Fehler wirst du viele machen. Aber wenn du schon von vornherein weißt, diese Dinge sind nicht gut für dich, beispielsweise Drogen, Alkohol oder ab und zu mal eine Zigarette oder vielleicht auch mal Shisha rauchen, merk dir eins, alles, was du deinem Körper zuführst, kann negative Wirkung auf deine Gesundheit haben, so wie auch eine Ernährung. Eine Ernährung kann deinen Körper stärken oder auch schwächen. So, Freunde, ich bin jetzt kein Profi in dieser Sache Motivation und vielleicht kommen auch diese Wörter nicht so an, wie ich sie meine. Fakt ist, Freunde, ich möchte, dass ihr euch überlegt, was wollt ihr in eurem Leben machen. Mindset ist ein sehr wichtiges Thema. Ich möchte, dass du jetzt, nachdem du dir dieses Video reingezogen hast, vielleicht ein bisschen das Wort googelst oder vielleicht mal abcheckst, was bedeutet überhaupt Mindset und bringt es mich überhaupt weiter? Ist es was für mich? Natürlich ist diese Motivationsszene komplett im Arsch, ja. Viele Leute wollen einen abziehen, viele Leute wollen mit ihren Labereien Kohle verdienen. Freunde, mich juckt das ehrlich gesagt null. Also Geld mit sowas zu verdienen ist meiner Meinung nach irgendwo auch haram. Also ich habe da so sehr viele negative Erfahrungen über solche Coaches-Programme gehört. Also ich finde das überhaupt nicht cool, Freunde. Also bitte schmeißt mich nicht in so eine Suppe rein. Bei mir ist es einfach so, dass ich denke, ich habe so viel in meinem Leben erreicht und so viel gesehen. Ich möchte auf jeden Fall Leuten zeigen, wie es richtig gehen kann oder wie es vielleicht auch richtig gehen könnte. Ob es jetzt richtig ist oder nicht, das müsste natürlich jeder für sich selber entscheiden. Für mich ist auf jeden Fall der Punkt, dass ich sage, einfach nur YouTube-Videos machen und Abonnenten sammeln und Klicks sammeln ist nicht mein Ziel im Leben gewesen. Das wird auch nie mein Ziel sein. Ich investiere wirklich sehr viel Zeit in Videos. Ich investiere wirklich sehr viel Zeit in dieses ganze YouTube-Ding, was ich gerade im Moment mache, Freunde. Ich hoffe, es klappt irgendwann in einigen Jahren, dass ich wirklich sagen kann, ich kann Leuten helfen auf diesen Wegen. Vielleicht, wer weiß, vielleicht kann ich den einen oder anderen von einigen Dingen abhalten. Vielleicht kann ich Dinge tun, wo Eltern scheitern, meine lieben Freunde. Das wäre natürlich super, wenn ich jemanden von Kokain, Drogen, sonst was abbringen kann oder von Alkohol sogar. Also ich habe sehr viel in meinem Leben gesehen, habe auch nicht sehr viel in meinem Leben probiert, muss ich auch ehrlich gesagt gestehen. Drogen war ehrlich gesagt noch nie ein Thema bei mir. Das habe ich nie mir irgendwie mich schlau gemacht oder mal probiert oder so. Es hat mich ehrlich gesagt gar nicht gejuckt. Aber leider gibt es in Deutschland wirklich sehr viele, vor allem in Deutschland, in dem Land, wo ich lebe, sehr viele Leute, die auf so einen Scheiß hängen geblieben sind. Ich persönlich kannte sehr viele Freunde, die so einen Scheiß nehmen, musste mich leider von diesen Menschen distanzieren, denn sowas färbt ganz schnell ab. Also wenn du vielleicht in deinem Freundeskreis jemanden kennst, der Drogen, Alkohol oder sonst was zu sich nimmt,
Merke dir eins, sowas kann sich ganz schnell auf dich abfärben. Deswegen zieh ganz schnell die Reißleine, zieh ganz schnell die Handbremse und entferne dich langsam Stück für Stück von diesen Menschen. Denn Drogen und Alkohol bringen dich wirklich nicht weiter im Leben. Also lass den Scheiß von vornherein. Zieh vielleicht irgendwelche Talente durch. Mach Fußball, Fitness oder sonst was. Oder vielleicht auch YouTuber. Ist nichts verkehrt dran. Lass dich auf jeden Fall nicht von irgendwelchen Leuten auf andere Fährten bringen. Alkohol und Drogen sind No-Go. Ja, Freunde, das war's mit diesem Video. Das sollte nur ein kleiner Einblick sein, was das Wort Mindset bedeutet, was ich überhaupt vorhabe, was meine Redereien überhaupt bei euch bringen sollen. Wenn es für euch irgendwie in irgendeiner Art und Weise unvollständig gewesen ist, könnt ihr mir gerne eine private Nachricht über Instagram schreiben. Ihr könnt gerne hier unten einen Kommentar schreiben, was immer ihr wollt, meine lieben Freunde. Einige von euch haben mich schon bei Instagram angeschrieben. Vielen lieben Dank. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass es bei euch gut ankam. Ich danke euch fürs Einschalten. Ich wünsche euch was. Und demnächst gibt es natürlich wieder Rap Talk, Rap News. Peace out.